Der TSV Rhein am Lech läuft gegen Ingolstadt 2 und im Abstiegskampf ohne zwei Spieler auf. Giovanni Goya und Taifun Akadash wurden ja vor den entscheidenden Wochen suspendiert, weil Trainer Tobi Luderschmidt Ruhe ins Team bringen wollte. Nur Goya schoss halt auch 5 Tore, ist mit Sebastian Mitterhuber und Christian Doll bester Torschütze der Roten. Sei's drum, jetzt müssen's eben die anderen richten. Die laufen aber erstmal hinterher. Der Schanzer-Nachwuchs startet besser in die Partie. 14. Minute, ganz weite Flanke und Ludwig Räuber mit viel Risiko, aber dann doch deutlich drüber. Insgesamt Ingolstadt aber mit mehr Risiko. Diesmal flankt Räuber, Josinovic kommt nicht richtig an den Ball, auch Watanabe hält einfach mal drauf, auch Watanabe zielt daneben. 38 Minuten waren da gespielt. Von Rhein offensiv bislang nichts zu sehen, trotz des eminent wichtigen Heimsiegs gegen Schalding-Heining unter der Woche. Die Blumenstädter trauen sich hier noch nicht wirklich nach vorne. Stattdessen wieder die Gäste. Die sind im Strafraum, Rüber legt ab für Sammy Amari, der macht das erst super, dann aber mit zu wenig Druck. Direkt auf Josinovic. Torlos geht's in die Halbzeitpause und Luderschmidt hat Zeit, mit dem Linienrichter zu sprechen. Was hat er wohl auf dem iPhone zeigt? Urlaubsfotos? Tauschen die etwa Nummern aus? Vielleicht hat Luderschmidt auch nur schon mal das Handy gezückt, um zu filmen, was gleich kommt. Denn solche Fehler dürfen sich seine Jungs im Abstiegskampf nicht erlauben. Ingolstadt presst, Bobinger verliert den Ball und dann geht's schnell. Viel zu schnell für Rheins Abwehr. Gordon Büch mit dem herrlichen Pass für Amari, allein vorm Tor und ganz cool zum 1:0. Amari ist der beste Schanzer Torjäger, hat in der Länderspielpause mit den Profis trainiert und noch mehr Selbstvertrauen gesammelt. Und genau das sieht man hier abgeklärt über Josinovic ins lange Eck. 14. Saisontreffer nach 54 Minuten. Ingolstadt will nachlegen, Büch flankt, Amari verpasst und Watanabe kommt nicht ganz hin. Da waren 58 Minuten gespielt. Wieder 4 Minuten später, Sie sehen, die erste reine Torchance. Bobinger über rechts, erst vorbei an allen, dann doch perfekt für Marco Friedl aufgelegt, aber seine Direktabnahme dann doch deutlich nebenstor. Trotzdem, Rhein traut sich danach mehr zu. 74. Minute, weite Flanke, hinten lauert wieder Friedl, aber zu harmlos, um Flo Schweiger zu überwinden. Wir springen in die Schlussphase. 87. Minute, der lange Ball auf Christian Doll und der zieht hier ganz clever das Foul. Gute Freistoßposition so kurz vor dem Ende. Und wenn wir Foul und Spray zeigen, ist klar, da wird's gleich gefährlich. Sebastian Habermeyer macht's nicht direkt, serviert für Nicolas Ledel und da ist der Ausgleich. Riesenjubel bei Rhein am Lech. Alles andere als ruhig auf dem Platz, aber hier im positiven Sinne. Ledel hält den Fuß hin. Ob das so gewollt war, weiß nur er. Egal, der Ball segelt im hohen Bogen ins Tor. 1:1 und es bleibt beim Unentschieden, auch wenn Rhein in der Nachspielzeit nochmal drückt. Es hat eine Weile gedauert, bis Rhein nach vorne gespielt hat. Wie der eine Punkt jetzt zustande kam, ist Trainer Luderschmidt egal. Das ist in unserer jetzigen Situation auch gar nicht wichtig. Wir müssen schauen, dass wir punkten. Und ich glaube, aufgrund der kämpferischen Leistung haben wir uns den Punkt auch verdient. Ja, wir spielen jetzt am Freitagabend in Regensburg. Gut, da haben wir nichts zu verlieren, sind klare Außenseite. Ich denke, die Jungs können sich darauf freuen, in dem Stadion zu spielen. Und für uns sind danach die Spiele wieder wichtiger.